Ist euch das auch schon aufgefallen, dass in den sozialen Medien auf einmal super viele Leute so dolle Profilbilder haben, auf denen die Leute aussehen, als seien sie Actionstars, Nachwuchszauberer oder Elfen? Sehr wahrscheinlich kommt das Ganze von einer kostenpflichtigen App namens Lensa, die gerade in den Mobil-App-Chart auf Android und iOS ziemlich weit oben steht. Aber das Tolle ist, solche Bilder kann man sogar noch besser lokal auf dem eigenen Rechner generieren mit der Open-Source-Software Stable Diffusion. Also ohne Cloud und kostenlos. Und mit generieren meine ich wirklich, dass man keinen Pixel selbst anfassen muss. Man tippt einfach ein, was man sehen will. Also hier zum Beispiel Foto von Keno im Fitnessstudio, riesige Muskeln, Bodybuilder. Oder Keno als Chibi-Figur. Oder Keno auf einem bemalten Teller. Oder Keno als Charakter in einem Studio Ghibli-Film. Das kann man wirklich stundenlang machen und normalerweise auch auf Englisch, aber Deutsch geht auch, wie ihr seht. Okay, manchmal sind die Resultate auch ein bisschen komisch. Sind das da Füße da neben meinem Kopf? Warum kommt da aus meinem Hals jetzt noch ein Keno raus? Und warum habe ich einen Schal aus Haaren? Und ganz wichtig, wo kann ich in der echten Welt so schönen Bartschmuck kaufen? Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Shadow. Bei Shadow bekommt ihr einen leistungsstarken Windows-Gaming-PC in der Cloud. Der PC läuft in einem Rechenzentrum und streamt die Bild- und Tonausgabe zu euch. Anzapfen könnt ihr den Shadow-PC über ein Smartphone, über ein Raspberry 4, ein altes Notebook oder sogar ein VR-Headset. Ja, man kann Half-Life Alyx damit spielen, ohne dass man einen eigenen Gaming-PC besitzt. Aber ihr könnt damit natürlich auch 4K-Videoschnitt machen oder was auch immer, halt alles, was ein echter PC auch kann. In der Grundausstattung für 29,99 € im Monat bekommt ihr 12 GB RAM, eine 256 GB SSD und eine mit einer GTX 1080 vergleichbare Grafikleistung. Für 14,99 € extra gibt es eine mit einer RTX 3070 vergleichbare Grafikleistung und 16 GB RAM. Mehr zu Shadow auf shadow.tech. Werbung Ende. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, wie diese Lensa-App funktioniert. Nach der Installation muss man 10 bis 20 Fotos von einem selbst über die App ins Netz schieben. Dann rechnet Lensa bzw. die von Lensa angemieteten Server da ungefähr 20 Minuten drauf rum und am Ende kommen ganz viele schöne oder nicht so schöne Fotos raus. Soweit so gut, aber wie das meiste auf der Welt hat auch Lensa einen Haken, nämlich zum Beispiel, dass man da seine Fotos hinschicken muss und man nicht genau weiß, was damit eigentlich passiert. Lensa verspricht, die Fotos direkt nach der Verarbeitung zu löschen, aber überprüfen kann man das natürlich nicht. Und Lensa kostet auch was. Mindestens 3,49 € müsst ihr ausgeben, um an diese Bilder zu kommen. Sind dann 50 Stück, jeweils 5 aus 10 unterschiedlichen Genres, also sowas wie Sci-Fi oder Anime. Einstellen könnt ihr da 0,0. Ihr kriegt halt einfach 50 Fotos oder 100 oder 200, je nachdem, wie viel ihr bezahlt habt. Aber ihr könnt nicht festlegen, wie die genau aussehen sollen. Ein weiterer Kritikpunkt war, hat man ausgewählt, dass das eigene Geschlecht weiblich ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, solche Bilder zu bekommen. Also wenig Kleidung, tiefe Dekolletés. Will man vielleicht gar nicht. Das scheint Lensa inzwischen aber geändert zu haben. Als ich im Test mein Geschlecht auf weiblich festgelegt habe, war das alles ziemlich angezogen. Allgemein fand ich nach meinen Tests übrigens die Resultate von Lensa schlechter als die manuellen Bilder von Stable Diffusion. Auf den ersten Blick sehen die Lensa-Kenos ganz okay aus, aber wenn man genau hinschaut, ist zum Beispiel oft ein Auge schief und krumm oder sowas. Bei Stable Diffusion dagegen kann man manuell eine Gesichtsreparatur drüber laufen lassen. Face Restoration heißt das hier. Dann passiert sowas nicht mehr. Aber was man vielleicht auch noch mal kurz ansprechen sollte, die Kunst, die diese Systeme erzeugen, bedient sich natürlich am Werk von etlichen Künstlerinnen und Künstlern. Man kann vielleicht sagen, dass es sich um Remixe von vorhandenen Bildern im Netz handelt. Und sehr oft sieht man auf den berechneten Bildern sogar irgendwelche vermatschten Signaturen. Das ist ja ein ziemlich deutliches Zeichen dafür, dass hier vorhandene Bilder als Grundlage gedient haben. Und die Frage ist natürlich, darf man die berechneten Bilder kommerziell nutzen? Und wenn ja, kriegt man das irgendwie hin, dass auch die Leute, die die Quellbilder gemacht haben, irgendwie mitverdienen können? Ich glaube, dass diese Debatte noch sehr intensiv geführt werden wird, einfach weil die Bildgenerierungssysteme immer besser werden und ganz bestimmt immer mehr genutzt werden. Aber zurück zu Lensa oder besser weg von Lensa. Man braucht Lensa nämlich gar nicht, denn unter der Haube benutzt die App einfach den Open Source KI Bildgenerator Stable Diffusion. Tja, und den kann man natürlich auch ohne Lensa benutzen. Der läuft sogar lokal auf dem eigenen Rechner. Gab ja in den letzten Monaten schon mal einen kleinen Hype um diese Bildgeneratoren, angefangen mit DALL-E bzw. DALL-E 2 von OpenAI über Midjourney bis hin zu Crayon. Wir haben dazu ja auch schon ein Video gemacht. Diese Systeme haben alle ihre eigenen Charakteristiken
Risiken und Vorteile und Nachteile, aber Stable Diffusion dürfte mit Abstand inzwischen die größte Community aufgebaut haben, weil die Software nämlich so wunderbar flexibel ist. Man kann nämlich einigermaßen einfach sogenannte Models mit eigenen Bildern feintunen. Models sind die Grundlage dieser Bildgeneratoren, der algorithmische Ansatz. Die Grundmodels von Stable Diffusion, DALL-E und Co. sind mit Millionen Bildern aus dem Netz trainiert worden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass in deren Models auch Informationen zu finden sind, wie ich zum Beispiel aussehe, ist sehr gering. Dafür bin ich nicht berühmt genug und es gibt auch viel zu wenig Bilder von mir im Netz. Aber ich kann dem vorhandenen Modell das einfach selbst beibringen. Dafür brauche ich, genau wie Lensa, 10 bis 20 Fotos von mir. Und ja, dass das so wie bei Lensa ist, ist natürlich klar, weil dahinter ja auch Stable Diffusion steckt. Konkret funktioniert das Ganze mit DreamBooth, ein von Google entwickeltes System, um solche Bildgenerierungsmodelle fein zu tunen. Dieses Training mit DreamBooth könnt ihr lokal machen. Aber, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe das für dieses Video aus diversen Gründen nicht vor der Deadline hinbekommen. Man braucht dafür eine Grafikkarte mit sehr viel Speicher. Diese Implementierung zum Beispiel will sage und schreibe 24 GB haben und der Entwickler schreibt auch, dass das Projekt mit Duct Tape und Kaugummi zusammengehalten wird. Und ja, das kann ich bestätigen. Deshalb habe ich mir das für dieses Video ein bisschen leichter gemacht und das Training in der Cloud auf der Machine Learning Plattform Hugging Face gemacht. Und gleich mal der Disclaimer, es gibt noch dutzende andere Möglichkeiten, so ein Model zu trainieren. Ob die hier beschriebene jetzt die beste ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie bei mir gut und schnell funktioniert. Aber mir ist natürlich klar, dass der Vorteil gegenüber Lensa, keine Fotos in die Cloud schieben zu müssen, hier natürlich hinten runterfällt. Dafür ist meine Methode preisgünstiger als Lensa und viel, viel flexibler. Das DreamBooth-Training geht theoretisch auch komplett lokal, ganz ohne Cloud, wenn man denn die richtige Hardware hat und Bock auf Frickeln hat. Jetzt aber erstmal das Tutorial mit Hugging Face. Erstmal müsst ihr 10 bis 20 Bilder von euch raussuchen, möglichst mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken, Perspektiven und ein paar Fotos, wo man mehr von eurem Körper sieht als euer Gesicht. Das ist vermutlich auch nicht verkehrt. Ich habe diese 16 Fotos für mein Training verwendet von mir. Jetzt müsst ihr die Bilder noch auf 512x512 Pixel beschneiden. Das geht zum Beispiel mit dem Browser-Tool Birme. Keine Angst, das läuft lokal. Eure Fotos werden hier noch nicht ins Netz geschickt. Alle Links übrigens unten in der Beschreibung. So, und jetzt loggt ihr euch in Hugging Face ein, beziehungsweise wenn ihr noch keinen Account habt, legt ihr einen an. Jetzt geht ihr auf den sogenannten Space DreamBooth Training von Multimodal Art. Nun auf Duplicate Space klicken, das dauert nun ein paar wenige Minuten. Solange das arbeitet, steht hier oben Building. Ihr könnt immer auf Open Logs klicken, um zu schauen, was gerade so passiert. Wenn das fertig ist, müsst ihr noch kurz eine stärkere GPU anmieten. Das geht unter Settings. Ich habe die T4 Small genommen, das hat bei mir ungefähr 60 US-Cent für ein Training gekostet. Das Neuzuweisen der Software dauert noch mal ein bisschen länger, 10 Minuten circa. So, hier in diesem Dropdown-Menü Person auswählen. Als Base Model benutze ich Version 1.5, weil die meisten Stable Diffusion UIs mit den 2.0er Versionen noch nicht gut funktionieren. Ganz wichtig, hier jetzt eingeben, wie ihr die Person nennen wollt. Ihr müsst ja bei den Textprompts irgendwie sagen, dass ihr die trainierte Person da sehen wollt. Also möglichst einen Text nehmen, der in normaler Sprache nicht vorkommt. Ich habe Keno 4004 benutzt. So, hier alles lassen, das Häkchen bei Automatically Remove unbedingt lassen, damit ihr nicht noch die GPU bezahlt, wenn die Berechnung durch ist. Hier nochmal den Namen eingeben und nun braucht ihr noch ein Token. Da draufklicken, New Token, Write auswählen und dann den Token copy-pasten. Los geht das Training, das dauert auch nochmal ungefähr 20 Minuten. Und wenn das fertig ist, könnt ihr schon in Hugging Face loslegen mit dem Bilder berechnen. Das geht einfach hier unter Models, zwar sehr rudimentär, man kann da nichts einstellen, aber es geht und es wird euch übrigens auch kein Geld dafür berechnet, das läuft nicht auf der kostenpflichtigen GPU. Ihr könnt Stable Diffusion aber auch lokal verwenden. Ihr braucht dafür aber entweder eine Nvidia-Grafikkarte mit mindestens 4 GB Speicher oder einen Apple-Rechner mit M1. Man kann sich das auch irgendwie hinfrickeln, dass das auf AMD-GPUs oder auf CPUs läuft, aber ja, das ist Gefrickel. Ich würde euch für die Nutzung von Stable Diffusion eine der vielen Community UIs empfehlen. Am populärsten ist wohl Automatic 1111, für das es auch einen vollautomatischen Installer gibt. Um dann das mit eurem Abbild trainierte Model dort zu verwenden, müsst ihr die berechnete CKPT-Datei von Hugging Face herunterladen und diese in den Ordner Model/Stable Diffusion eurer Automatic 1111 Installation werfen. Auf der Oberfläche dann einfach hier oben unter Stable Diffusion Checkpoint
Checkpoint auswählen und los geht's. Ich persönlich finde Automatic, hier mal die 1, ziemlich überladen und das User-Face verwirrend. Ich habe für die generierten Bilder, die in diesem Video zu sehen sind, Invoke AI verwendet. Das hat eine deutlich übersichtlichere Oberfläche und gefällt mir insgesamt besser. Für Invoke AI gibt es auch einen automatischen Installer, aber man muss vorher Python installiert haben. Wenn ihr das alles am Laufen habt, müsst ihr auf alle Fälle mit den Prompts herumprobieren, um richtig gute Ergebnisse zu bekommen. Stable Diffusion ist bekannt dafür, dass man da richtige Romane schreiben muss. Als Inspiration könnt ihr zum Beispiel die Website Prompt Hero verwenden. Da gibt es viele schöne Ergebnisse mit den entsprechenden Prompts. Oh ja, nun viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit Stable Diffusion schon ganze Tage verbracht habe. So viel Spaß macht das. Also mir zumindest. Also plant genug Zeit ein. Tschüss.